Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Kirby und das vergessene Land. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Feuer! Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kirby und das vergessene Land. Seit dem letzten Mal habe ich einige der Fähigkeiten aufs Maximum geboostet. Also so 6 davon und ich muss schon sagen, das ist teilweise echt zum Kotzen. Diese Sterne zu sammeln. Also, es ist nicht wirklich langwierig, aber es ist zu nervig. Ich habe des Weiteren mal ein bisschen hier an den Automaten die ganzen Teile geholt. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich offscreen gemacht habe. Ich hoffe im Übrigen, wir kriegen ja noch eine Spezialfähigkeit, das Schwert, soweit ich es gesehen habe. Dass ich das hier darauf beziehe, dass ich nur das Schwert holen muss und nicht, dass ich alle Fähigkeiten aufs Maximum boosten muss, weil... Wenn ich das für die 100% brauche, dann habe ich keinen Bock drauf. Sage ich frei heraus. Ich habe im Übrigen auch noch die Seele, beziehungsweise die Seelen aus dem letzten Level noch geholt. So, auch wenn ich vergesse Wüste. Den Bohrer habe ich noch nicht aufgewertet, aber den brauche ich hier offenbar. Obwohl, eigentlich, wenn wir nach den alten Leveln gehen, bräuchte ich eigentlich eher den Schützen. Naja, das Spiel wird schon ein bisschen basisbohrt. So, das war, glaube ich, alles. Ne, da rechts ist noch. Tschüss. Ich habe alles ausgegraben. Einmal just for fun. Ich guck mal eventuell in der Richtung. Man muss ja auch Nummer sicher gehen. Wir wollen keinen verpennen. Perfekt, das war mein Bohrer. Also den Schützen habe ich auf jeden Fall auf Maximum abgegradet, den Schwertkämpfer habe ich abgegradet. Aua. Und ich meine auch noch die Megabombe, die habe ich abgegradet aufs Maximum. Damit ihr da so ein bisschen Bescheid wisst. Okay. Eine Münze. Hier kann man schlecht einen Kreis ziehen. Mann! Boras gucken doof gegen die. Vor allen Dingen auf der Map. Hat getroffen. Das ist alles, was zählt. So, tschüss. Ich nehme mal den Wind mit. Ein Bohrer hätte ich zur Not da hinten noch. Den Wind brauche ich offenbar auch. So, sonst uns noch irgendwelche Hügel, die weg müssen? Scheinbar nicht. Okay. Weg mit dir. Ich nehme mich mit. Wir müssen gucken. Also irgendwie muss ich das Ding da weghauen. Hier rechts war letztes Mal, als ich dieses Level gespielt habe, also die Normalversion, ja, irgendwo ein Stopfer. Alles umgenietet, was Beine hat. So, öffnen. Da ist ein Knopf. Ah, einfach um das frei zu machen. Okay.
Münze mitnehmen. Im Übrigen, falls ihr wissen wollt, wie ihr die Sterne schnell sammeln könnt, falls ihr die auch braucht, macht das Meta Knight Turnier, nimmt den Mega Hammer und spammt einfach die Ultra Attacke rein. Dann habt ihr es eigentlich schon. Also da könnt ihr dann, wenn ihr es gut anstellt, in 1-2 Minuten eine Münze holen immer. So zwischen 2 und 4 Minuten braucht ihr dann pro Münze. Ich glaube, zur Kibbel hätte ich gebrauchen können. Schon wieder die Frösche wegmachen. Ne, tatsächlich brauche ich Kibbel gar nicht. Ach ja, den Bumerang, den habe ich auch noch auf Maximum abgegradet. So, mitkommen. Du machst hier gar nichts. So, ich meine, von oben aus konnte man das nach oben bringen irgendwo. Irgendwo war ein Knopf. Warum haue ich die nicht eben kurz? So, tschüss. Wasser ist oben. Das wäre dann schon mal gelöst. Und dann muss ich jetzt den Frosch wegmachen. Aua. Ach, die Blümchen, die muss ich auch noch gießen. Stimmt ja. Also mit dem Wasser nochmal nach unten und gucken, genau, nach den Blumen. Eine von denen hat bestimmt eine Seele drin. So, euch mal schon mal weg. Zack. Und zack. Ich weiß nicht, ob das alle Seelen sind. Okay, sind alle Seelen. Ich brauche nicht nochmal zurück. Tschüss. Wenn wir jetzt da sind, wo ich denke, wo wir sind, dann muss ich diese Oase finden. Nee, wir sind in dieser Fabrik, wo wir damals waren. Warte, ich brauche höchstwahrscheinlich den Schützen, wenn er mir schon direkt angeboten wird. Ich lasse Kibbel mal leben für den Fall. Für den Fall, dass ich den Boomerang brauche. Ich muss ihn ja nicht töten. Oh, 100 Schuss. Beim letzten Mal, wo ich die hatte, hatte ich nur 3 Schuss. Ciao, Schildkröten. Oh, das ist ja super, Lolli. Ach, anders hätte ich ihn auch gar nicht reinbekommen. So, brauche ich den Stopfer hier nochmal? Nee. Also es hat sich großteils wirklich gelohnt, die Fähigkeiten abzugraden. Ich merke halt den Schadensunterschied. Man merkt das richtig hart im Vergleich zu vorher. So, ich brauche irgendwas, um da Wind zu machen. Aber dafür ist ja der Ringstopfer da.
Einen Moment. Nicht direkt mit dem Ringstopfer nach vorne gehen. Ah, okay, wir kriegen eh noch von irgendwoher einen Kegelstopfer, aber ich will sicher gehen. So. Nicht, dass da hinten gepustet werden muss und ich hab's dann nicht. Super Lolli wieder. Achso, damit ich hier easy peasy durchkomme. Danke. Ich runde muss mal wieder ins Loch. So, wo kriege ich jetzt den Kegelstopfer her? Ich glaube, da war ein kleines Stück weiter, oder? So, einfach durch. Da unten wäre zwar auch noch was, aber da müssen wir mit dem Kegel eigentlich hin. Ich habe nicht vergessen, dass man die umbringen kann. Oh. Kann mich einmal boosten. So. Weltraum wieder mitnehmen und eben kurz den Schrank umwerfen. Aber nicht weitergehen. Fehlt noch was. Durch die Tür, nicht durch. Ich glaube, es war doch schlau, dass ich mit dem Ringstopfer eben kurz da kaputt gemacht hatte. Ja, weil hier unten der Kegelstopfer ist. War schlau von mir, erst nachzugucken. Tschüss. Wenn ich kann, bringe ich den direkt um. So, einmal da rein. Auch hier ohne den Lolli käme man da gar nicht rein. So, hoffentlich waren das alle. Ja. Alle Fragmente. Ich habe im Übrigen letztes Mal wirklich nicht bemerkt, dass da die eine, dieses Sternfragment durchgegangen ist. So, herkommen. Okay, Igel. Igel wurde mir direkt vor die Nase gesetzt. Ich glaube, das Spiel wird, dass ich mit dem Igel hier weitermache. Ja, weil ich sonst gegen den Wind nicht ankäme. Tschüss. Ich erinnere mich an das Level. Ohne Igel kommt man gegen den Wind nicht an. Nein, komm her. So, tschüss. Ich versuche auf geheime Sachen zu achten. Ich sehe schon, wo das hinführt. Ja, bisher läuft's doch. Also der Aftergame-Content, der ist nicht so schwer, wie man anfangs denkt. Okay, den muss ich killen. So, hier muss ich wahrscheinlich schnell sein. Ja, ich muss definitiv schnell sein. So, war es hier nicht so, dass man hier auch noch runter konnte? Nee, das hat damals so einen Schlafenden erschlagen. So war das.
Ich meine trotzdem, dass hier irgendwo ein Secret Way war. Es fehlt ja auch mindestens einer noch. Ja, hier unten, das muss ich wahrscheinlich wegspringen. Irgendwo hier ist ein Knopf dafür. Hab ihn schon gefunden. Oh, eine Sternmünze. Eine weniger, die ich farmen müsste. Ist doch irgendwo noch ein Knopf. Weil das Ding ist noch da. Das kann mir das Spiel nicht erzählen. Irgendwo ist ein Knopf. Da! Der dachte, das Spiel, es könnte mich pranken. Okay. Im nächsten müssen wir 11 finden, soweit ich das gesehen habe. Nee, warte. Wir müssen nur 9 finden. Weil der Boss ergibt immer 5. Okay, Feuer. Habe ich zumindest einmal aufgewertet. Ich habe schon Feuer, ich brauche den Loot nicht. Also ich hatte ja eigentlich vor, zumindest so alle Endfähigkeiten auf Maximum zu boosten, damit das hier leichter ist. Weil die halten richtig viel aus, die Endbosse. Sieben noch. Da fährt noch eins lang. Auf das warte ich. Aber hatten wir so ein Level eigentlich so wirklich? Hier fehlen noch. Und die müssen hier sein. Gut, dass ich gesehen hatte, dass da noch Boden war. Tschüss. Von irgendwoher brauche ich Eis. Ah, oder den Ringstopfer. Na gut, sollte so funktionieren. Sofern da jetzt nichts in meinem Gesicht auftaucht, ja, genau das meinte ich. Hab euch gesehen. Glaub doch nicht, dass ich auf den Prank reinfall. So, sollten alle gewesen sein. Also, die Wüste war tatsächlich sehr einfach. Ich hätte nur gerne eine andere Fähigkeit für den Boss. Weil jetzt kommt Gürteltor. Und dann auch noch in Phantomversion. Ja, lieber den Schützen als das andere. Die schieße ich vorher runter. Boah, Phantomgürteltor sieht richtig geil aus. Oh, der will mich diesmal gar nicht einsperren. Der will seine Kollegen nach mir werfen. Ah, jetzt will er mich einsperren. Piss. So, jetzt knallen wir nach unten. Kennen wir. Der Schütze ist tatsächlich sehr gut gegen Gürteltor. Weil ich dann nicht so darauf angewiesen bin, darauf zu warten, dass der auf mich zugestürmt kommt, weil ich ihn einfach abschießen kann. Ein Sandsturm?
Damit ich das schlechter sehe, wenn der auf mich zugestürmt kommt. Nein! Das brauche ich noch. Getroffen. Du triffst nicht. Ich habe diese Bosse so oft gemacht, ich kenne sie auswendig. Und Schuss, du Phantom. Wieder einen erfolgreich fertig gemacht. Ba-da-ba-da-bi-di-bi-ba-da-ba-da-ba-ba. 49 Seelen. Alle gefunden. Im Übrigen, wenn ihr das mit der Arena macht, dann ist das Geld auch nicht wirklich ein Problem. Also ihr habt immer genügend, um aufzuwerten. So, damit sind jetzt, glaube ich, maximal nur noch zwei Welten. Ich weiß halt nicht, ob das wie beim vorherigen ist, dass das zusammengezählt ist. Auf jeden Fall müssen wir jetzt nur noch in einer Welt alle Seelen finden. Und das ist das hier. Danach kommt wieder dieses Traumlabor und da wird's heftig. Na gut, Leute. Ich würde dann aber sagen, das war's dann hier für heute. Wenn es euch gefallen hat, Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!